Erneut willkommen zurück zu Let's Play Bomberman Hero, meine lieben Freunde. Ja, ihr seht ganz richtig, ich bin bereits im zweiten Gebiet auf dem Planeten Carnatia. In den Todespyramiden bin ich unterwegs und der nächste Level, der quasi da ist, ja, den ich machen muss, das ist der Todesgarten, Death Garden. Und ich könnte auch schon, weil ich ja in der Death Road beide Ausgänge gefunden habe, könnte ich sogar schon auch in die Float Zone. Aber erstmal mache ich Death Garden. So. Das ist witzigerweise wirklich ein Garten. In einer Pyramide gibt es einen Garten. Das muss man sich mal vorstellen. Na gut, es ist ein Videospiel. Das hier ist übrigens wieder ein Level, nein, nicht mit zwei Ausgängen, den gab es erst, sondern es ist ein Level, wo ich wieder vier Schlüsselkristalle finden muss, um den Ausgang zu öffnen, ja. So, und hier gibt es schon wieder fiese Holzfässer. So. Und eine Musik, die man, glaube ich, so noch gar nicht gehört hat, oder? Vor allem, ihr werdet gleich sehen, warum dieser Level Death Garden heißt, also Todesgarten, weil es hier fiese Pflanzen gibt, die mich angreifen werden. Na, seht ihr hier, diese komischen Blumen. Ganz schön eklig, mit einem Auge. Ha, da ist der erste Schlüsselkristall und noch seine Blume. Wow. Und ihr seht da vorne, ich bekomme mal wieder Fernzünderbomben, wenn mich diese Blume da ranlässt. Aua! Nein, Bomber, was machst du, du Trottel? Warum wirfst du die Bombe da gegen die Wand, du Idiot? Egal. So, jetzt habe ich wieder Fernzünderbomben. So, hier komme ich hoch. Hier ist nämlich schon das Ausgangstor. Wow. Freeze. Ich glaube, hier ist auch irgendwo was. Oder? Bäm, aua! Wow, ich muss echt aufpassen auf meine Lebensenergie. Ich habe nur noch mal die Hälfte. Vor allem muss ich alle Blumen finden und umbringen, damit ich wirklich auch wirklich alle Punkte kriege. So, und schießen. Hilfe! Wie die da immer rumtänzeln. Sowas. Ah, ein Herz. Das ist schon schön. So, blödes Holz fast schießen. Ah, ein rosa Kristall. Ich habe schon bald wieder 200. Das ist ja nicht zu fassen. So, und hier ist auch ganz interessant, hier sind kleinere Blümchen. Ich glaube, nur die rote... Ja, wenn man die rote trifft, sind die anderen auch tot. So. Hier ist noch eine platte Form, eine Plattform. Schon wieder eine Pharaonenmaske. Was soll das hier? Ich bin doch hier nicht in Ägypten. Aber es ist ein bisschen ägyptisch angehaucht, ne? Mit Pharaonen und mit Wüste und vor allem mit Pyramiden. Dass es überhaupt auf einem anderen Planeten Pyramiden gibt als auf der Erde, das ist schon mal interessant. So, da drüben geht's noch weiter. Wow, verdammt, jetzt bin ich runtergefallen. Ah, Bomberman, du bist ein Trottel. Jetzt kann ich hier nochmal, aber hier ist eh die Plattform, die mich hochbringt. So. Diese Massen gehen mir auf den Zeiger. Sind eh Potten hässlich. Ja? Und unzerstörbar. So. Aufpassen. So, jetzt falle ich aber hier bitte nicht nochmal runter, hier auf dieser scheißen Dreckplattform da. Das muss die sich auch so blöd im Kreis hoch und runter bewegen. Was soll das? So, Roboter schon mal hin. So, bei mir fehlt ja noch ein Schlüsselkristall und der ist irgendwo hier oben versteckt. So, ah ja, schon wieder diese tänzelnden Blümchen. Und geschafft. Und Moment, hier ist noch ein Gegner.
Ha, der ist auch tot und da drüben muss... Ah, eine Dimensionsbombe. Sehr schön, die will ich natürlich auch haben. Dann habe ich 3550 Points. Sehr schön. So, das wäre es gewesen. Dann habe ich bisher eh noch keine übersehen. Schön, schön. So, na dann, ab zum Ausgang. Oh yes. Clear Points 5. I did it! Das sagt er jedes Mal. So. Gut, weiter geht's mit der Float Zone. Also irgend so eine Schwebezone scheinbar. Oh Mann, vor allem hier gibt's schon wieder diese gottverdammten blöden explosiven. Ah, die geben doch Punkte, wusste ich's doch. Wenn man die zweimal rechtzeitig mit einer Bombe trifft, dann geben die Punkte. Und zwar, wenn sie einmal getroffen werden, sie kaufen, dann sofort nochmal treffen. Ah, seht ihr? Das ist voll dumm! Wenn ich da wieder Mist baue, dann kriege ich hier sicher wieder nicht genug Punkte. So. Wenn du eine Blase kriegst, dann bist du in der Lage zu schweben. Also hier dieses Blasensymbol. Da wird Bomberman eine Zeit lang von einer Blase umgeben und schwebt durch die Luft. Nur so komme ich hier nämlich hoch. So, hier sind ein paar Löcher im Boden. So, warten. Ja, nach einiger Zeit verschwindet die Blase wieder. So, hier ist schon wieder so ein Mistvieh. Ich weiß wirklich nicht, wie viele Punkte ich in dem Level brauche. Sicher wieder einige. So, es wäre ein bisschen fies, wenn ich hier absolut alle Gegner umbringen müsste, damit ich hier die volle Punktzahl kriege, weil dann ist das ein echt schwerer Level. So, hier genau in der Mitte hier. So, komm, hör auf, aus, 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 Schluss. So. Oh, ein Regenbogendiamant vor allem. Nur nicht übersehen. Was machen die denn da? Seid ihr bescheuert? Sieht ganz so aus. So. Und wieder. Bubble. Schwabble, bubble, bubble. Und da hinten ist sogar noch eine Dimensionsbombe, die zweite von diesem Gebiet hier. So, volle Energie. Die. Ich glaube, die kriegt man. Ah, jetzt geht hier schon wieder so eine Scheißmine hoch. Muss ich nämlich mal rüberschweben. Ja, Schnauze da oben! Schnauze! Ich das hasse. Der eine Roboter da ist auch nervig. Den werde ich gar nicht erwischen können. So, warte mal. Ich muss mal warten, bis ich genau hier in der Mitte aufhöre, in der Blase zu sein. So, komm. Schluss! Komm schon, hör auf! Danke! So, stirb! Hier sind ja noch Kristalle und vor allem ist hier noch die Dimensionsbombe. So, dann nehme ich auch gerne mal Schaden, drauf geschissen. Hauptsache ich hab sie. Und hier ist nämlich noch ein Schalter. Seht ihr, die haben sich schon in die Luft gesprengt, diese gottbeschissenen Alarm. Oder was auch immer das für Dinger sind. So, hier. Weil da oben ist nämlich... Ah, hier sind ja noch Roboter. Geht doch mal alle sterben. So. Weil hier oben wäre nämlich jetzt eine Plattform gewesen, die mir den Weg nach oben versperrt hätte, aber diese jetzt zur Seite. Oh, da drüben ist schon wieder so eine verdammte Mine. Bitte! Nein! Sie hat mich gesehen. Halt's Maul! Und tschüss. So, was haben wir hier noch? Ah, ist noch ein Schalter, so damit die Tür aufgeht. So. Na super, nur 3200 Wetten. Wetten, ich brauche 3500 Punkte wetten? Oh, danke, nur 3000. Danke. Das war knapp, aber ich hab's geschafft. Oh, dankeschön. So, und jetzt geht's weiter mit Aquatank. Ah, irgendwas mit Wassertank. So, was haben wir denn hier? Zerstöre den blauen Tank, um durch das flammende Tor zu kommen, um das flammende Tor zu passieren.
Das heißt, ich muss tatsächlich ganz oben einen riesigen Wassertank zerstören. Und dann ist hier aber gleich mal alles voll mit Wasser. Ja, das wusste ich, dass hier wieder so ein doofes Raketending rauskommt. Wieso wollte das immer? Ich mache immer so, ja so. Blöde Scheiß-Bombenwerfer. Vollidiot. Mach das nicht immer. Du sollst keine Bomben gegen die Wand werfen, dass du dich dann selber tötest, du Idiot. Mann. So. Der Level ist eh relativ klein und kompakt gehalten, aber der nächste Level, oh Gott. Das ist einer meiner Hass-Level, also der nächste, der jetzt dann kommen wird. Das ist ein... Oh. Vor allem, da braucht man so gottverdammt viele Punkte. So, hier ist wieder sein blödes Scheißvieh. So, genau hier oben, wo diese Feuerschlangen da so hoch und runter kommen, da muss ich eigentlich durch, aber das geht erst, wenn die Flammen gelöscht sind. So. Ist hier drüben wieder so ein komisches Ding? Hier ist nur eine Plattform. Ah, hier ist wieder sowas. So, hier ist jetzt eine Bombe. Und hier ist vor allem noch ein Regenbogen-Diamant. So. Vorsichtig. Jetzt kommt hier diese eine Plattform raus. Oh, ich habe immer Angst, dass wenn ich den Tank treffe, bevor ich den Roboter, der da rumschwebt, platt gemacht habe, dass ich dann 100 Punkte zu wenig habe. Oh, und schon wieder abgestürzt. Dummkopf. Also ich glaube 3000 braucht man hier. Seht ihr, das ist der blaue, fette Wassertank. Ich muss mindestens den Roboter treffen, bitte. Ja, so und jetzt seht ihr, das Wasser fließt ab. Und genau 3000, wunderbar. Wieder mal geschafft. Das ging diesmal relativ schnell, aber jetzt passt mal auf. Hier fließt ganz viel Wasser rein und das Feuer wird natürlich gelöscht und ihr könnt euch bestimmt denken, was der nächste Level für einer sein wird. Nämlich Aquaway. Bomber Marine! Genau, es ist mal wieder ein Unterwasser-Level. Ganz genau. Oh Mann, und seht ihr schon mal da vorne, was ich sehe? Das ist ein riesiges Skelett von irgendeinem Vieh. Und wenn man da nicht aufpasst, wird man von dem Vieh sogar verschluckt und ist dann in seinem Inneren. Und soweit ich noch im Gedächtnis habe, braucht man, glaube ich, am Ende dieses Levels 9000 Punkte, wenn man eine 5-Punkte-Wertung haben will. Also das ist echt übel. Ich glaube, ich lasse mich sogar einmal verschlucken. Ich kann dann sowieso wieder rückwärts. Also hier ins Maul rein, seht ihr? Jetzt bin ich hier drin und... Das ist einfach nur eklig. Es ist total unlogisch. Ich werde von einem Skelettvieh verschluckt und in seinem Inneren ist aber überall noch alles mit Fleisch ausgekleidet. Hier ist sogar noch so ein Zäpfchen und hier, keine Ahnung, wie welche Bakterien, die hier rumschweben, aber sogar die geben Punkte, wenn ich die kaputt mache. Ja, ich bin ja so froh, dass ich wenigstens beim Bomber Marine rückwärts schwimmen kann. Beim Bomber Jet geht es ja leider nicht rückwärts zu fliegen. Also man muss sich sogar einmal von so einem Vieh aufsnacken lassen, dass man die Chance hat, genug Punkte zu kriegen, weil sogar hier drin einige Sachen zu finden sind. Oh, aber den Level kann ich absolut nicht leiden. Den kann ich echt nicht ausstehen. Das ist schon jetzt einer meiner Hass-Level. Vor allem, ich muss ja draußen auch noch was sammeln. Seht ihr? Alleine hier. Fick dich doch einmal ins Knie, du blöde Scheißbakterien. Also wie immer du bist, das sieht aus wie eine Art Bakterie, wie Darmbakterien oder sowas. Vielleicht bin ich ja in seinem Darm drin. So, hier ist nämlich noch ein Golddiamant und noch ein Regenbogendiamant und das war es immer noch nicht ganz. Wieso machst du immer so, du? Was soll denn das? Das kotzt mich schon langsam an. Wieso treffe ich immer so blöd? Fick dich doch einmal ins Knie. So. Mann, ey. Wenn ich nicht aufpasse, bin ich tot, bevor ich den Level geschafft habe, dann kann ich den ganzen Dreck nochmal machen. Das will ich aber nicht.
3600 alleine dadurch, dass mich das Vieh aufgefressen hat. Ich hab so das ungute Gefühl, rein anatomisch gesehen, komme ich jetzt bei seinem Arsch wieder raus. Ekelhafte Vorstellung. Und vor allem, wenn man dieses Vieh durchschwommen hat, ist man witzigerweise schon beim Levelausgang. Aber hier gibt es noch ganz viele Kanonen. Entweder oben oder auch unten. Bams. Also, hier wäre quasi schon der Ausgang, aber mit 4000 Punkten habe ich nicht mal annehmen genug. Ich glaube, man braucht hier wirklich 9000, was einfach nur extremst viel ist. Ich glaube, das ist sogar der Level, wo man wirklich die allermeisten Punkte braucht, um die 5 Punkte Wertung zu bekommen. Also, alleine deswegen finde ich den Level so gottverdammt schwer. Jetzt kann ich nämlich noch einmal komplett zurückschwimmen. Mit dem Bombermarine also rückwärts. Und wenn dann nämlich wieder so ein Skelettvieh kommt, muss ich das nämlich umbringen. Ja, also die kann man auch wirklich kaputt machen, diese Skelettviecher. Aber ich glaube, die brauchen ganz schön viele Torpedos. So. Vor allem, hier sind auch noch so viele Kanonen. Oben wie unten, da oben ist noch eine. So, komm, friss Torpedo. So, 5000 ist immer noch nicht annehmend genug. Da würde ich vielleicht gerade mal eine 3 kriegen oder so. Ich kann diesen Level absolut nicht ausstehen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ah, vor allem wegen diesen blöden Kanonen hier. So, hier ist noch ein Golddiamant. Ja, seht ihr, da kommt das Vieh schon. Da kommt es schon. Jetzt muss ich das unbedingt abballern. Und verhindern, dass es mich auffrisst. Also, ja, eher ausweichen. So, das kommt eh immer wieder, solange bis ich es quasi besiegt habe oder bis es mich halt wieder mal gefressen hat, was ich aber nicht nochmal will. Ich glaube, das bringt doch gar nichts, wenn es mich nochmal auffrisst. Das schwindet jetzt, glaube ich, bis zum Anfang des Levels und kommt dann wieder zurück. Kriege ich wenigstens... Ja, ein Herz, ich wollte schon sagen. Ja, da kommt es schon wieder. So, wie viele Treffer braucht dieses Mist überhaupt? Jetzt hat's mich schon wieder getroffen, du Motherfucker, scheiße Wichser! Stirb doch einfach mal! Es braucht sicher voll viele Torpedos. Weiß nämlich nicht mehr wie viele. Ja, Mann! Scheißkanone habe ich nicht gesehen. Unfair. Unfair. Gebück! Warum sind da noch mehr? Oh, ich habe so Angst, dass ich da verkacke. Ich will nicht sterben. Ich will nicht verkacken. Ich hab so Angst. Ich hab nur noch meine Lebensenergie. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, Freunde. Jetzt kommt dieses Vieh nämlich schon wieder an. Jetzt stirb doch endlich mal. Ah, das ist immer noch nicht tot. Immer noch nicht tot. Das hält echt voll viel aus. Aber ich glaube, das gibt doch voll viele Punkte, wenn ich es besiege. Ich glaube, 1000 oder so. Also das gibt auf jeden Fall verdammt viele Punkte. Deswegen will ich es sehr unbedingt umbringen. Das ist Mistvieh und ich höre schon wieder eine Kanone. So, es kommt schon wieder. Jetzt stirb doch endlich mal. Ja! Boah! 2000 Punkte kriegt man, wenn man das tötet! Ja, also man muss es unbedingt umbringen, wenn man wirklich die beste Wertung haben will. So, jetzt habe ich nur Angst. Kanone oben oder unten? Ich bleib lieber mal in der Mitte. Hört sich an wie unten. Ne, doch. Ja, unten und oben ist auch nochmal eine. Ich will aber jetzt nicht sterben. Ich hab's doch fast geschafft, bitte. Ich hab so Angst. Fick dich! Mano! Seht ihr, jetzt kann ich den ganzen Scheißdreck nochmal machen! Mann ey! Fuck your mother and your father! And your sister and your brother! Mann ey! Ich hasse diesen scheiß Hurenlevel! Da zuck ich einfach aus! Sorry, aber das kotzt mich an! Warum muss ich das jetzt alles nochmal machen? Ich hatte... Ich habe hier 6 Einheiten Lebensenergie. Wenn ich jetzt nochmal genug sammle, dann habe ich sogar 7 Einheiten. Oh, ich hasse diesen Level. Ich finde ihn zum Kotzen. Jetzt kann ich das alles nochmal machen. Ich hätte es doch schon fast geschafft. Ich hatte schon so viele Punkte. Das ist ein Scheißendreck. Oh, ich könnte kotzen.
Kann ich die ganzen Scheiße nochmal machen? Jetzt kann ich dieses Vieh noch 20 Milliarden Mal abballern. Aber erstmal lasse ich mich, wie gesagt, erstmal auffressen, weil alleine hier drin kriegt man ja schon so viele Punkte. So, und wehe, du Vollidioten Bomberman, Trottel-Truggel, du wirst jetzt gefälligst deine Torpedos nicht wieder gegenballern, wo ich dann wieder selber sterbe. Oder so, wo du selber Schaden nimmst, das wäre peinlich. So, da seht ihr alleine jetzt schon 3700 Punkte und jetzt raus hier, hier drin ist es eklig, hier muss es doch so derbe stinken in diesen Gedärmen, ey. Ah. So. Ja, da vorne ist eh schon ein großer Kristall und wieder die ganzen Kanonen. Alter, nur noch ein blauer Kristall, dann habe ich noch eine Energie bei mehr. Also diesmal muss ich es aber schaffen können, also komm. Muss doch noch irgendwo dann ein blauer Kristall sein. Dass ich dann noch eine Energie mehr kriege. Ja, bloß auf mich abzuknallen, du Ass. So, 5000, aber das ist wie gesagt noch nicht mal annähernd genug. Meine, wenn man bedenkt, dass dieses Riesenskelettvieh einem 2000 Punkte bringt, wenn man es tötet, dann ist das ganz schön viel, was man versäumt an Punkten. So, ich weiß nicht mal, ob ich es in dem Part überhaupt noch zu Nitros schaffe, aber ich glaube, der Level ist doch eh schon der letzte in dem Gebiet. Dann kommt eh schon wieder Nitros. Der lässt auch nicht locker, der... Den habe ich jetzt schon zweimal besiegt, aber er kommt immer wieder. Der ist richtig lästig. Noch lästiger sind die Kanonen. So. Am schlimmsten ist aber immer noch das Skelettvieh. Da kommt es auch schon. Ich glaube, das braucht mindestens 5 Torpedotreffer, bis es stirbt. So, hau ab. Haust du ab. Jetzt wenigstens nicht immer so lange brauchen wir, um wieder herzukommen. Dann könnte ich es ein bisschen schneller besiegen. Aber nö. Braucht immer eine Million Jahre, bis es wieder da ist. Naja, das Herz hebe ich mir mal auf. So, es kommt wieder. So. Freeze. Und weg. Oh, ich hasse diesen Level. Das ist alles nochmal machen. Ich hatte das doch schon umgebracht, dieses scheiß Vieh. Ah ja, auch wieder so eine Dreckskanone. Sogar zwei Dreckskanonen. Hey, jetzt habe ich es sogar so getroffen, als es vorbeigeschwommen ist. Jetzt stirbt er mal! Immer noch nicht tot. Ich glaube, einen Treffer brauche ich noch. Einen Treffer mindestens noch. Oh, ich weiß, es wird gerade ein bisschen langweilig. Es zieht sich gerade ein wenig in die Länge, aber was soll ich machen? Wir sind gleich... Diese Dreckskanone! Fickt euch! Fickt euch! Hier kommt wieder das Skelett. So, jetzt komm, jetzt stirb endlich. Bitte, stirb! Stirb, 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 stirb! Stirb, 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 stirb! Ja! 8000! So, aber wie gesagt, ich glaube, er braucht eben hier 9000 sogar, deswegen schwimme ich nochmal ganz zum Anfang zurück. Da sind sicher noch ein paar Kanonen über. So, wenn wir wenigstens ein bisschen schneller wären. So, gut, dass ich mir das Herz aufgehoben habe, weil hier ist wirklich noch eine Kanone. Schwupps! Ich wette, hier gibt es keinen einzigen blauen Kristall mehr, wetten? Nur noch mehr blöde Kanonen. So, Vierfach-Torpedo. Hahaha, hey, what the fuck? Wollte schon sagen. Was soll das denn jetzt? So, da ist noch eine. Hier unten. Noch eine. So viele. Da oben ist ja noch eine. Alter. Langsam wird's langweilig. Ich will den Level endlich mal beenden, bitte. Und dann will ich noch gegen Nitros kämpfen, dann will ich den Part beenden. Wenn der ein bisschen länger wird, was soll's. So, 8450. Ah, hier sind ja noch rosa Kristalle, danke. Ja, noch eine Lebensenergie mehr. Und? Oh, nee, komm, 50 Punkte muss es bitte irgendwo noch geben. Bitte, bitte, bitte.
50 Punkte noch! Bitte! Irgendwo! Muss noch irgendwo was sein, eine Kanone oder irgendetwas? Ja, hier ist noch ein Pflanzenbowl! Danke! So, das ist nur die Frage. Ist hier wirklich nichts mehr? Ah, doch, noch ein Bombensymbol, witzigerweise. Ah, noch ein Bombensymbol und hier ist doch noch eine Kanone und noch ein Rosenkristall. So. 9450. Jetzt, so viele Punkte kriegt man in keinem anderen Level, glaube ich, zusammen. Wenn ich jetzt noch eins hätte, hätte ich sogar 9500. Das wäre eine geile Zahl. Mal schauen, ob ich hier noch irgendwas finden kann. Boah, aber der Level ist so arg. Müsst ihr euch mal vorstellen, alleine wie viele Punkte man braucht und dann noch dieses Skelettvieh. Nee, okay, das war's. Das war, hier ist gerade wieder Level Anfang, jetzt kann ich nochmal alles nach vorschwimmen, aber wirklich, man braucht 9000 Punkte mindestens, damit man die 5-Punkte-Wertung kriegt. Also, das ist schon übel. So, also wie gesagt, jetzt fehlt nur noch der Kampf gegen Nitros und dann gibt es ja immer noch das dritte Gebiet auf dem Planeten Kanatia. So, komm, jetzt ist wenigstens das Skelettvieh weg. Also, das war echt arg. Boah, deswegen hasse ich diesen Level so. Und jetzt, deswegen hat es mich vorhin, Entschuldigung, aber es hat mich angepisst, dass ich da gestorben bin, dass ich das Ganze jetzt nochmal machen musste. Aber jetzt habe ich wenigstens genug Punkte und jetzt habe ich alle Kanonen zerstört, alles eingesammelt und dieses riesige Skelettmonster auch noch gekillt. Und hier ist jetzt endlich das Ende. Boah, ich kann es hier kaum glauben. So. Raus hier, ich habe genug von diesem Unterwasser-Albtraum. Ja, seht ihr? 9000 Punkte braucht man! Das ist doch gestört! So, und jetzt versus Nitros zum dritten Mal. Da ist sie ja, Prinzessin Milian! Und Nitros ist auch da, na klar. Nicht schlecht, Bomberman. Du hast es ganz schön weit gebracht. Um die Prinzessin zu retten, musst du mich besiegen. Das war mir klar. Wir kämpfen wieder in Eddock, also in der Eddock-Dimension. Dieses Mal werde ich die Prinzessin auf jeden Fall retten. Tja, hoffentlich. So. Doch hier muss ich mich natürlich wieder beeilen. Und Nitros hat wieder dazu gelernt, er wird jetzt von 3 Energiebarrieren geschützt, die man erstmal zerstören muss, damit sein Schutzschild weg ist. So. Oh, Alter, den hat's voll in die Höhe geworfen. Ansonsten aber kann er hier nur die Stacheln rufen und einfach springen und ausweichen. Und die Elektrofälle muss man halt aufpassen. Der kann halt Bomben legen. Ansonsten relativ ähnlich wie beim ersten Kampf, nur die Energiebarriere war halt fies am Anfang. So, ich weiß nicht, wie viele Punkte man hier überhaben muss, dass man die 5 Punkte Wertung kriegt. Ich werde ihm einfach ständig eine reinwürgen, diesen Haarurensohn hier. Haha, ja. Explosionsstärke 4 ist für dich zu viel, ha? Huh? Wow. So, komm. Ich hab ihn gleich. Ja! Und tschüss, Mann. Jetzt habe ich dich schon zum dritten Mal besiegt, aber er wird schon wieder wegteleportiert. So, ich hoffe, 7000 Punkte braucht man mindestens. Ah, 6500 hätten gereicht. Geil. I did it! Jawoll! Oh, endlich geschafft. Endlich. Ich komme, Prinzessin Milian. What the fuck? Was zum... Prinzessin! Och nö! Die wurde wegteleportiert, oder vielleicht war das überhaupt nur ein Hologramm? Oh Mann, Freunde, das wird langsam lästig, aber so ist das Spiel nun mal. Und jetzt geht's schon ins dritte Gebiet, in den Schrein von Kanatia. Das ist so eine Art Tempel. Und da unten sehen wir eh schon versus Ballbahn, also das ist der Boss von diesem Planeten. Aber da warten noch 4 ganze Level auf mich, bis ich den Typen erreichen kann. Und ja, der Part ist jetzt wie gesagt schon etwas länger geworden als
geplant, aber dafür werde ich ihn jetzt eben beenden und ich hoffe, im nächsten Part schaffe ich es dann eben hier diese ganzen Level zu meistern und Bolban zu besiegen. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüssele!